Schweizer Familie präsentiert. Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarulis, universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Die Lebenserwartung in der Schweiz ist recht hoch. Wir Frauen werden im Schnitt über 85 Jahre alt und Männer ein bisschen wenig, so rund um die 82. Was aber braucht es, damit man sorgenlos älter wird? Kann man sich da vorbereiten oder ist alles Schicksal? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Zuerst haben wir aber eine Seniorin und einen Senior gefragt, was denn eigentlich wichtig ist im Alter. Ich finde, dass man gut alt werden kann, muss man positiv denken. Man muss sich nicht vor allem gerade ins Boxhorn jagen lassen, was nicht gerade klappt. Und man muss viele Interessen haben. Man muss sich immer ein bisschen glücklich machen, jeden Tag. mit einer Freude, die man sich macht. Und mit positiv gegen andere Leute, mit anderen Leuten umgehen. Das tut mich wichtig. Ich fühle mich nicht alt, einfach weil es eine gewisse Steigung hat beim Spazieren. Da bin ich wie eine Zahnradbahn. Da schalte ich einfach ab und schnacke nur noch. Aber dann ist wieder alles gut. Also wenn man 60 wird oder älter, dann sollte man sich darauf vorbereiten und alle Kontakte, die man hat, pflegen. Und auch mit der Familie natürlich, das ist auch sehr wichtig, und seine Interessen pflegen. Man muss einfach schauen, dass man beweglich bleibt. Es braucht nicht viel, eine Woche, eine Stunde, ist schon gegen so viel besser, wenn man nachher noch ein bisschen nachhilft, oder? Also das Schöne für mich im Alter ist, dass ich nicht mehr einen Wecker stellen muss, unbedingt. Dass ich am Morgen aufstehen kann und meinen Tag planen, wie mir Freude macht. Dass ich meine Kontakte pflegen kann, wenn ich das gerne möchte. Und dass man einfach Zeit hat. Und sich Zeit nimmt auch für die anderen. Meistens bin ich zufrieden und manchmal glücklich. Es gibt es also auch so. Das wirklich, wenn ich, vor allem ist es einfach dann, wenn ich jemandem begegne, der mich einfach aufstellt. Das finde ich wahnsinnig schön. Da bin ich, habe nicht das Gefühl, ich sei glücklich. Bei mir ist Frau Professor Pasqualin Berichiello. Jeder Mensch wird ja eigentlich anders alt. Wie viel machen eigentlich Gen, die Kindheit und auch der Lebensstil aus? Gen spielen sicherlich eine Rolle. Sie machen ungefähr 30% der Varianz aus vom Phänomen Wohlbefinden und Gesundheit. Weitere 10% sind so frühkindliche Lebensbedingungen, die eure Rolle spielen. Aber der Grossteil, die Mehrheit, ist in ihren Händen. Nämlich, das ist der Lebensstil. Und weil der Lebensstil unterschiedlich ist zwischen Personen, sind die individuellen Differenzen im Alter eben auch da. Man kann also wirklich aktiv selber etwas machen. Es gibt auch Studien von über 100-Jährigen. Was ist denn rausgekommen? Es ist sehr interessant, weil es sind so vor allem so soziale und psychische Aspekte ganz wichtig. Natürlich gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung spielt eine Rolle, ja. Aber es sind vor allem auch Variablen wie soziale Beziehungen, Pflege zu haben und auch Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften, namentlich eine hohe Selbstverantwortlichkeit. Also die haben Verantwortung für ihre Gesundheit übernommen, für ihre Befindlichkeit. Und das andere ist so eine Offenheit für Neues, für neue Menschen, für neue Aufgaben und Gewissenhaftigkeit. So unsexy, dass das klingt, aber es ist etwas wichtig. Gewissenhaft, das heisst Verantwortung übernehmen für den eigenen Lebensstil, aber auch so eine rhythmisierte Lebensweise und eine Art und Weise, sich in der goldenen Mitte sich zu bewegen. Mhm. Und keine Exzesse. Ja, genau. Es ist sinnvoll, sich frühzeitig Gedanken zu machen, was einem eigentlich wichtig ist im Alter. Also planen ist angesagt. Die Frage ist einfach, wenn. Der Josef Mock hat das schon früh gemacht, mit 60 nämlich, hat er sich viele Gedanken gemacht und hat auch schon sehr viel umgesetzt. Wir befinden uns im Kanton Bern.
Genauer gesagt in Worb. Hier wohnt Josef Mock. Der 60-jährige Rechtsanwalt lebt mit seiner Partnerin in einer altersgerechten Wohnung. Er nimmt uns mit und zeigt uns, was eine solche Wohnung ausmacht und wie er sich sonst noch auf das Alter vorbereitet. Da habe ich die Möglichkeit, einerseits einzukaufen oder dann raufzugehen, sei es mit dem Lift, wenn ich etwas zu tragen habe, oder sonst mit den Stegen. Mock verzichtet noch auf den Lift. Er benutzt die Treppe als tägliches Training. Seine Wohnung ist perfekt gelegen. Die Tramhaltestelle liegt in Gehdistanz. In der Wohnung selber gibt es einige bauliche Aspekte, die im Alter wichtig werden. Die Wohnung hat nie eine Schwelle. Es ist rollstuhlgängig, rollatorgängig. Und zum Glück brauche ich das bis heute nicht. Und, aber falls das mal nötig wäre, ich habe Nachbarinnen, die das so haben, dann wäre das da kein Problem in dieser Wohnung. Hier habe ich eine Badewanne mit Dusche kombiniert. Auch das ein bisschen vorausgeschaut für das Alter. Wenn ich mal nicht mehr die Beweglichkeit hätte, um in eine Badewanne reinzusteigen, kann ich hier immer noch duschen und so reinsteigen. Die Wohnung hat zwar Stegen, aber man könnte hier, wenn es mal nötig wäre, auch einen Behindertenlift montieren, weil es ein stabiles Geländer hat. Der Trend ist klar. Ältere Menschen wollen heute so lange und so selbstständig wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben. Das ist bei Josef Mock nicht anders. Er hat sich ganz bewusst für diese Wohnung entschieden. Mit dieser Wohnung ist für mich gewährleistet, dass ich möglichst lange daheim wohnen kann. Für mich ist das sehr altersgerecht in dem Sinn. Jetzt schon, es ist nicht so, dass ich jetzt Einschränkungen habe, aber mir ist klar, irgendwann kommen die. Und in dem Sinn denke ich, ist das gut vorgesorgt. Eine gut vorbereitete Wohnung ist das eine, die Gesundheit das andere. Und die ist Mock das Wichtigste. Letzten August feierte er seinen 60. Geburtstag. Aber das ist für ihn kein Grund, auf der faulen Haut zu liegen. Im Gegenteil. Er macht seit 30 Jahren Tai Chi, joggt und rudert regelmäßig. Zudem macht er täglich Yoga. Für mich sind die Bewegungssachen wichtig, weil ich merke, dass ich fitter werde damit. Dass ich zwar in den letzten 10 Jahre älter geworden bin tatsächlich, aber auch beweglicher. Und die meisten jetzt von 50 bis 60 werden nicht beweglicher wahrscheinlich, sondern eher in die andere Richtung. Und vor allem, wenn man älter wird, wird es unaufhaltbar sein. Und im Moment bin ich noch an einem Ort, wo ich sehe, da kann ich ganz viel lernen an Beweglichkeit und zunehmen. So, dass ich, wenn ich dann wirklich ins Alter komme, eigentlich von einem guten Niveau starten kann. Nicht nur regelmäßige Bewegung und gute Ernährung helfen, gesund zu bleiben. Auch medizinische Vorsorgeuntersuchungen können eine Hilfe sein. Dank Prostata-Check oder Gebärmutterhalsabstrich werden Erkrankungen erkannt und rechtzeitig behandelt. Allerdings ist umstritten, wie häufig und welche Checks wirklich sinnvoll sind. Auch Mock hat Erfahrung damit. Ich habe mal einen Gesundheitscheck gemacht mit 50. Das war soweit alles in Ordnung. Und habe jetzt aber nicht den Eindruck, ich müsse das in regelmäßigen Abständen wieder machen. Sondern würde dann oder gehe dann zum Arzt, wenn ich merke, da ist irgendetwas nicht gut. Aber nicht regelmäßige Checken. Ich fühle mich fit. Ich habe das Gefühl, ich lebe einigermaßen gesund. Und dass das eigentlich eine gute Prävention ist, um möglichst gesund zu bleiben. Die einen lassen das Alter auf sich zukommen, die anderen planen die Dinge möglichst genau. Mock ist jemand, der einen klaren Plan hat, auch in beruflicher Hinsicht. Er hat sich teilpensionieren lassen. Das heißt, seit dem 58. Lebensjahr bezieht er die gesamte Pensionskassenrente. Das bedeutet zwar eine kleinere Rente, aber dieser Entscheid machte für Mock durchaus Sinn, denn er hatte triftige Gründe dafür. Ich hatte gewisse Sachen, die ich gemerkt habe, die sind, haben damit zu tun mit dem Stress, den ich habe, beruflich habe, wo man gut tut, wenn ich oben runterkomme und mehr Ruhe reinbringe.
dass mir das besser tut. Zum Beispiel habe ich Arthritis an den Zehen und Fingern erlebt, aber auch eine Lungenembolie, so dass sie gemerkt habe, da komme ich an Grenzen und dass mir gut tut, wenn ich auf das höre und Rücksicht nehme und entsprechend das Arbeitspensum runterfahre. Josef Mock hat viel Planung, viel Zeit und auch Geld investiert, um möglichst sorglos altern zu können. Es scheint, als sei alles angerichtet für eine erfüllende Zeit nach dem Berufsleben. Auf was freut er sich denn am meisten? Im Alter ist mir vor allem auch wichtig, mehr Musik zu machen, Zeit haben, die Musik zu pflegen, aber auch Freundschaften zu pflegen, überhaupt mit Freunden mehr Zeit zu verbringen. Bei uns ist neu der Professor Thomas Rosemann dazugekommen. Der Herr Mock hat sehr, sehr gut geplant. Jetzt könnte man sich auch fragen, was ist nicht planbar? Ja, es ist wirklich bewundernswert, wie Herr Mock da geplant hat. Es gibt natürlich Dinge, insbesondere Erkrankungen, die sich nicht planen lassen oder auch durch die beste Vorsorge nicht hundertprozentig ausschließen lassen. Und dazu zählen halt insbesondere Tumorerkrankungen, die wir nur in einem begrenzten Maße frühzeitig erkennen können und teilweise auch nur in einem begrenzten Maß beeinflussen durch Ernährung oder durch den Lebensstil. Jetzt könnte man sagen, planen ist das eine, aber man könnte ja eigentlich auch nur reagieren. Das machen die wenigsten. Die meisten machen sich Gedanken darüber, wie ist ihr Alter gestaltet. Es sind viele Jahre, vergessen wir nicht. Und dann, viele haben Vorsätze, was man realisieren kann. Ist eine andere Frage, weil es gibt ein Schicksal immerhin, also eben Tumorerkrankungen, aber auch Verlust von lieben Mitmenschen. Und das kann natürlich den ganzen Plan auf den Kopf stellen. Oder auch die finanziellen Möglichkeiten, das hat die gehabt, das haben nicht alle. Was ist planbar für alle? Planbar ist eigentlich, dass man einen Lebensstil sich aneignet. Wir haben ein paar Ideen da bekommen. Vielleicht nicht allzu stur, nicht allzu kontrollierend, weil ich meine, eben, das Schicksal, vor allem Hochaltrige, die gut gealtert sind und sich wohlfühlen, die berechnen das Schicksal auch immer mit. Der Lebensstil, ja, möglichst aktiv, möglichst Stimulation auf verschiedensten Ebenen. Weil lernen kann man auch immer. Lehren, das möchte ich wirklich betonen, der Zug ist nie abgefahren. Man muss vielleicht schon viel früher anfangen mit einem gesunden Lebensstil, aber man kann auch spät, lieber spät als gar nicht. Ja. Herr Rosemann, es gibt auch die sogenannten stillen Killer. Auf die müssen wir aufpassen. Mhm. Was ist damit gemeint? Also das sind vor allen Dingen die chronischen Erkrankungen, die man frühzeitig identifizieren kann. Da zählt vor allen Dingen der Diabetes dazu, da zählt der Bluthochdruck dazu und da zählt vor allen Dingen der erhöhte Cholesterinwert, also das sogenannte böse LDL-Cholesterin dazu. Mhm. Und das sind halt Erkrankungen oder Stoffwechselveränderungen, die man eigentlich sehr frühzeitig entdecken kann, die nicht wehtun. Darum sind es stille Killer, die auf lange Sicht aber eben das Herz-Kreislauf-System schädigen und zur Todesursache Nummer 1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Aber wenn man sich checken lässt, dann muss man sich auch bewusst sein, dass das Konsequenzen haben kann, vielleicht Folgeuntersuchungen. Was soll man machen, was nicht? Also das erleben wir immer wieder, dass Menschen zwar sehr gern zum Check-up kommen, dass sie dann aber keine Konsequenzen ergreifen, also beispielsweise blutdrucksenkende Mittel nicht einnehmen möchten. Die andere Gefahr ist aber auch die der Überdiagnostik, die Sie ansprechen. Die gibt es natürlich auch, also dass man Untersuchungen anstößt, die vielleicht gar nicht unbedingt sinnvoll sind. Und dann, wer A sagt, muss B sagen, dann folgen Folgeuntersuchungen, die oft dann invasiv sind. Und dann ist es natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Mhm. Frau Berig, Sie befassen sich seit vielen Jahren mit dem Altwerden oder mit dem Älterwerden. Was machen Sie für sich selber? Ich probiere einfach möglichst neugierig zu bleiben. Ich will meinen Horizont immer wieder breit halten, weil auf einmal bin ich sicherlich für andere ein interessanterer Mensch, als wenn ich mit Scheuklappen durchs Leben gehe. Auf der anderen Seite ist Bildung einer der wichtigsten Prädiktoren für ein langes, gesundes Leben. Wir wissen das. Also, Leute, die viel Wissen haben,
Die informieren sich über medizinische Sachen, über psychologische, über spirituelle Sachen. Die sind informiert. Das heisst, sie können auch besser planen. Mhm. Und es ist auch gefragt, sie befassen sich ja mit der Seniorenuniversität. Das ist wirklich sehr, sehr gefragt. Es gibt aber auch noch andere Aspekte, zum Beispiel Patientenverfügung oder Vorsorgeauftrag. Können Sie kurz erklären, was ist? Ja, die Patientenverfügung, da bestimmt im Grund der Patient, was, wenn er schwer krank ist, er möchte, dass mit ihm noch gemacht wird, sozusagen. Also dieser Zustand, diese Horrorvorstellung von uns allen, wir kommen mit einer schweren Erkrankung, beispielsweise am Schlaganfall, in ein Spital und dann wird mit uns irgendetwas gemacht, was wir eigentlich nicht mehr möchten, weil wir versterben möchten, beispielsweise. Und das kann man in der Patientenverfügung regeln. Die wird auch in den Spitälern abgefragt. Also das ist heute zumindest bei uns am USZ, aber sicher auch andernorts Standard, dass man schaut, ist so etwas vorhanden und dann wird das eigentlich auch konsequent befolgt. Mhm. Die Vorsorgevollmacht geht eigentlich darüber hinaus oder betrifft andere Bereiche. Da geht es darum, dass man Vertreter bestimmt, zum Beispiel im Hinblick auf das wirtschaftliche Handeln. Ja. Also wer darf Verträge unterzeichnen, wer hat Kontenvollmacht etc. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Wie wichtig ist es, loszulassen? Ja, loslassen gehört zu den Lektionen, die wir mit zunehmendem Alter müssen lernen müssen. Schon weil soziale Verluste sind dann immer mehr an der Tagesordnung. Verlust von lieben Mitmenschen, von Bezugspersonen. Aber auch Verlust von Kraft, von Ressourcen, die wir haben. Darum ist jeder und jede gut beraten, zu lernen, ist mir das so existenziell wichtig oder gibt es vielleicht auch noch andere Werte? Also Flexibilität ist gefragt, Adaptationsfähigkeit. Und das bedingt wie, es bringt wie eine Resilienz mit sich, also eine psychische Widerstandsfähigkeit. Man sagt, hey, da habe ich jetzt ein kritisches Lebensereignis gehabt, da bin ich an meine Grenzen gekommen. Aber sich durch das nicht blockieren, sondern einfach Kraft daraus schöpfen, dass man für das nächste Mal wie gewappnet ist. Und meisten alten Leute haben die Fähigkeit, entwickeln die Fähigkeit. Und wenn man, die müssen wir entwickeln. Sonst, das ist wirklich eine Frage von Vogel friss oder stirb. Entweder bleiben wir dann stehen mit dieser Entwicklung oder wir können uns ein Leben lang entwickeln. Ein persönliches Wachstum ist bis zum Tod möglich. Dankeschön vielmals, Herr Rosemann, und herzlichen Dank, Frau Berig. Und Sie hören, da gibt es noch ganz viele offene Fragen. Darum haben wir noch ein Zusatzinterview bei uns auf der Webseite. Auch ein zweites Interview über die psychologischen Aspekte des Älterwerdens. Und zwei Vorlagen, und zwar zu der Patientenverfügung und dem Vorsorgeauftrag. Und jetzt machen wir einen Themawechsel. Es gibt immer noch viele Menschen, die sich mit Covid-19 anstecken. Und wenn der Infekt einmal vorbei ist, dann braucht es nicht selten eine Rehabilitation. Nur was gehört dort alles dazu? Eigentlich war es ein leichter Covid-19-Verlauf, den Emine Lichtin im vergangenen Oktober durchmachte. Also ich habe nicht viel gemerkt, außer Kopfweh und Müdigkeit. Und Geruchssinn habe ich verloren. Weil sich Emine Lichtin während der 10-tägigen Isolation zu Hause kaum bewegte, wurde ihre Lunge nicht gut durchblutet. Eine Lungenembolie und eine Lungenentzündung waren die Folgen. Das ist irgendwo ein Blutgerinnsel entstanden und er ist an meine Lunge stecken geblieben und bei jedem Atemzug hatte ich Schmerzen gehabt. Entzündungsschübe sind typisch für Covid-19-Erkrankungen, sagt Professor Johannes Scheer. Das ist eben genau das Problem, was wir auch haben, dass man eben weiß, dass da das Gefäßbett, also sprich alle Gefäße im Körper quasi bei einer Covid-Infektion letztendlich auch entzündet sein können. Und diese Entzündung führt dann dazu, dass es eben so ein Zusammenballen von den Blutblättchen gibt und dann gibt es eben Gerinnsel. Emine Lichtin war fast 3 Wochen hospitalisiert. Danach beginnt sie im Dezember eine Rehabilitationstherapie. Die erste halbe Stunde fährt die 65-Jährige immer Velo mit unterschiedlicher Intensität. So, Frau Lichtin. Grüezi, Dr. Scher.
Ich konnte nicht so lange auf 100 Watt. Zuerst habe ich mit 70 angefangen, auf 90 gesteigert. Und jetzt bin ich auf 100 Watt. Was ganz wichtig ist, dass wir initial erst mal erfassen, wo ist der Leistungsstatus, dass man das auch richtig trainiert. Weil es ist wirklich so, dass selbst auch davor natürlich schon, wenn man gesund ist, aber auch direkt nach so einer Covid-Infektion, ist so, dass die Leistungsfähigkeit komplett unterschiedlich ist. Und deswegen muss man erstmal die Leistungsfähigkeit dann auch erfassen, um dann nachher auch wirklich gezielt mit der richtigen Dosis und der richtigen Frequenz dann eben auch dann die Bewegung dann letztendlich verabreichen zu können. Also sprich, die Ausdauer. Bei welcher Herzfrequenz, wie lang sollte ich zum Beispiel eine Ausdauer machen? Am Anfang hatte ich schon Schwierigkeiten, jetzt geht es immer besser. Zweimal die Woche kommt Emine Lichtin in die Therapie. Denn ihre ganze Muskulatur muss wieder aufgebaut werden. Mit dieser Rumpfstabilisation, wo man dann sagt, diese freie Übungen, wo knickt sie da ein, sodass man dann letztendlich auch das gesamtathletische Bild dann auch stärken kann. Was wichtig ist und was wir auch gelernt haben, dass eben auch eine Bewegung ja einen positiven Effekt aufs Immunsystem hat. Und da ist eben so, dass man auch denkt oder davon ausgeht mittlerweile und Studien auch gezeigt haben, dass durch die Bewegung diese Veränderungen, die Covid mit dem Immunsystem hat, dass die auch quasi durch Bewegung wieder teilweise reversibel gemacht werden können und wieder behoben werden können. Aber auch bei der Rehabilitation kommt es aufs genaue Maß an. Also es ist so, dass die richtig dosierte Bewegung, die ist eigentlich antientzündlich. Wenn man jetzt zu hoch intensiv trainiert, die fördert dann eher die Entzündung. Und deswegen ist eben auch genau diese individuelle Dosierung das Wichtige, wo man dann sagt, genau dort sollte man trainieren, nicht zu hoch, weil zu hoch schadet dann eben wieder. Nach 4 Monaten ist die Therapie beendet. Emine Lichtin fühlt sich manchmal noch müde. Sonst spürt sie keine Covid-19-Symptome mehr. Sie kann es kaum erwarten, bald wieder ihrer Leidenschaft Line Dance zu frönen. Ich freue mich endlich, dass Covid vorbeigeht, hoffen wir, so schnell wie möglich. Und dass die Lockdown gelockert wird, dass ich endlich wieder tanzen kann. Die Reha die geht im Schnitt etwa 3 Monate. Nachher können aber noch Symptome bleiben, z.B. Fatigue oder Konzentrationsstörungen. Und gegen das wirken sogenannte neurokognitive Therapien. Das Beste ist also, sich zu schützen vor einer Infektion, bleiben Sie weiterhin vorsichtig. Und ade miteinander. Rheumatoide Arthritis ist sehr schmerzhaft und häufig. Eine frühzeitige Diagnose ist das Wichtigste, um die Krankheit unter Kontrolle zu kriegen. Wie aber macht man das? Das erfahren Sie nächste Woche. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und Violier, mehr als Labormedizin.